heute dritte richtige Etappe. Nach dem Etappenstart in Leukerbad. Über die Moosalp. Nach Grächen. Wir spüren schon so langsam die Magie des Matterhorns auf uns zukommen. Und heute war es wieder so streng wie die restlichen Tage eigentlich. Sehr darüber gefreut, dass es dem Stefan heute gar nicht so schlecht ging. Und nach der heutigen Etappe bin ich auch froh, dass ich das Vorhaben durchgezogen habe. Wir sind heute in der Wertung bei den Flow-Reitern 9. geworden, sind damit auch ganz zufrieden. Erster Anstieg war super schnell, erster Downhill war super schnell. Da habe ich eigentlich gleich versucht, zum Tempo relativ hoch halten von vorne, zum vielleicht mal der andere ein bisschen wehtun. Das Duell momentan ist im Prinzip zwischen unserem Team, also Daniel und mir, und den Stöckli-Fahrern Matthias Flückinger und Lukas Buchli. Heute sind wir auf dem zweiten Rang wieder gefahren, von dem her werden wir sicher die letzten zwei Tage nochmal voll auf den Tag gefahren. Danach gab es ein langes Flachstück, da habe ich richtig in die Pedale getreten, Alexa hintenher, einfach nur. Und ich habe Nathalie auch vorfahren lassen, bin dann vor mich hingeeiert und dachte so, oh Gott, hoffentlich komme ich jemals da oben an.